Oben trudeln die ersten Badegäste ein. Unten stehen die Forellen im Wasser. Alles ruhig am Weidsee. Noch. Willkommen in Kleinkanada. So nennen Einheimische das Dreiseengebiet zwischen Ruhpolding und Reit im Winkel. Mit Weidsee, Mittersee, Lödensee, das komplett Naturschutzgebiet ist. Am Weidsee, dem größten, darf man deshalb auch nur an drei ausgewiesenen Badeplätzen ins Wasser springen. Der Rest gehört allein den Pfeifengraswiesen mit ihrer üppigen Pracht seltener Pflanzen. Neben Pfeifengras zum Beispiel sibirische Schwertlilie, Blutwurz, Teufelsabbiss. Wohl fühlen sich auf dem moorigen Untergrund aber auch Ringelnattern. Bevor es weitergeht zu Mitter- und Lödensee, machen wir einen Abstecher zu einem lohnenswerten Aussichtspunkt, dem Dürrfeldkreuz. Es ist vom Weidsee aus in gut 30 Minuten zu erreichen. Die Seen sind wie Perlen an einer Kette aufgereiht, verbunden durch wilde Flussläufe. So speist der Weidsee den Mittersee und der wiederum den Lödensee. Das Wasser hier hat Trinkwasserqualität. Entlang des Bachlaufs wandern wir zum Mittersee. Der bietet mit seinen gemähten Wiesen ein ganz anderes Bild als sein Vorgänger. Hier ist Baden überall erlaubt. Die Seen verbindet ein 7 Kilometer langer Rundwanderweg. Wenn man sich den Abstecher zum Dürrfeldkreuz spart, dann ist die Strecke insgesamt leicht und ohne größere An- und Abstiege in 2 Stunden machbar. Am Lödensee, dem letzten des Trios, ist Halbzeit. An seinen Ufern steht die Lödenalm. Seit 300 Jahren wird sie bewirtschaftet. Zurück zum Weidsee führt der Weg jetzt auf der anderen Seeseite. Nochmal über den Bachlauf, durch die Wiesen und dann blitzen sie auf am Ufer, die Sonnenschirme der Badegäste. Nach 2 Stunden Wanderung ist ein Sprung in den Weidsee jetzt genau das Richtige.